Los, Rappi, mach Kniebeugen. Mach ich doch. Kniebeugen! Kniebeugen! Okay. Wir sind ein bisschen außer Übung. Willkommen zurück zur Serie Sam, mit kleinen Freude Nacht nach ungefähr einem Monat oder so. Wenn wir nicht aufnehmen konnten, geht's jetzt irgendwie einfach mal weiter. Wir rennen in die Stadt, wo der Feuer Götter. Ist. Götter, 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 Götter. Vorsicht vor der Stadtwache. Ja, ja. Wow, was bist du denn? Mit dir. Da ist die Stadtwache. Au. Ich wollte gerade sagen, ihr habt Verbrechen gegen Einsamkeit und noch irgendwas begangen. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Daneben. Wer schießt auf mich? Weiß oh Gott, dann hat es angefangen, schon fast tot. Wir wissen auch so. Okay, tot. Auch aus der Übung. Even better, terrible fate. Ja, tat ich. Was sind hier? Aber ich schieße. Ich schieße da. Was ist das denn für eine Laserkanone? Jump run. Oh nee, das habe ich doch schon hinter mir. Also. Ja, und. Maschinengewehr. Yeah. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Hau einen Doppelbug hier. Hinter mir. Hinter mir! Hier, lauf mal meine Kugeln rein! Oh nein, Riesenhühnchen! Und Vögel! Vor dir! Oh. Ich habe mich Mausempfindlichkeit doch ein klein wenig zu niedrig gestellt! Erst überleben, dann einstellen, ja! Weg, Vögelchen! Hinter mir? Ja, genau! Können wir sein lassen? Stopp! Was hat mich da jetzt gerade getötet? Oben, beim Deppel. Hinter dir war ein Vögelchen. Was? Böse! Ja, die kam über den Tempel. Das Federvieh! Oh, Chicken, bist du selbst ein Federvieh. Nettes. Also nett als die. Weil du mich nicht erschießt. Ich habe noch einen Munition für meine Waffe. Oh nein, ich habe... Auch ein. Nee, das ist dein. Ein. Ich habe 50. Ja, es hat dich gescannt. Da sehe ich immer deine Munitionsvorräte. Vorlesen. Erstmal Mausempfindlichkeit. Okay. Option, bla bla bla. Steuerung. 32. Zurück. Weiter! Mann! Weiter! Was haben wir denn jetzt schon alles vorgelesen? Die Harpien hatten wir schon in der letzten Session? Ja, schon seit dem ersten Level. Ja, die haben wir schon alle seit dem ersten Level. Außer den diesen Balance-Viechern. Den roten und den blau-goldenen Viechern. Die sind neu in diesem Level. Du bist neu Zor-Commander von Belmetz der Vierte. Metall hat diese Soldaten aus einem unbekannten Teil der Galaxie, der Galaxis, auf die Erde gebracht. Früher waren sie ja eine furchterregende Kriegerrasse, aber als sie irgendwann mehr Planeten erobert hatten, als sie gebrauchen konnten, setzten sie sich vorübergehend zur Ruhe. Der Großteil der Bevölkerung fuhr zu einem der schönsten tropischen Planeten des Systems. In dem wohlverdientem Urlaub, da sie dort aber von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr mittags nur in der Sonne lagen, hatten sie nach einigen Jahren keine Haut mehr am Körper. Nur okay. Ein paar Glückspilze. Okay. Den noch etwas Haut blieb, wurde direkt in den Rang des Commanders befördert. Das bedeutete hauptsächlich, dass sie ein größeres Gewehr bekamen, in der Öffentlichkeit Unterwäsche trugen und nicht auf allem, was sie anfassten, Blutflecke hinterließen. Alles klar! Tipps, sie decken das Gebiet vor sich mit mehreren Laserschüssen ab. Lasers! Naja, Waffen dasselbe.
Geschöne Daten, das ist neu. Der Sumpf-Ul vom Planeten Rasart Nik hatten wir auch, oder? Ja, schon dann. Entweder erstmal zweiten Level. Weil an seine Hörner, die aus der Nase rauskommen, erinnere ich mich. Mhm. Hast du strategische Daten? Erstmal der Zog Söldner von Belmeth Vierter. Mensch, okay, hat die Soldaten aus einem unbekannten Teil der Galaxis auf die Erde gebracht. Früher waren sie eine furchterregende Kriegerrasse, aber als sie irgendwann... Hast du schon mal hier vorgelesen? Das ist ein anderer Kerl. Achso. Das davor war der Commander. Das ist jetzt der Söldner. Okay. Aber als sie irgendwann mehr Planeten erobert hatten, als sie gebrauchen konnten, setzten sie sich vorübergehend zur Ruhe. Der Großteil der Bevölkerung fuhr zu einem der schönsten tropischen Planeten des Systems, in denen wohlverdienten Urlaub. Da sie dort aber von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr mittags nur in der Sonne lagen, hatten sie nach einigen Jahren keine Haut mehr am Körper. Tipps versuche, ihren schnellen Laserstrahlen auszuweichen. Hat man ja gesehen, wie gut das geklappt hat. Und die M1A2 Thompson Maschinenpistole, die nur noch einen Schuss hat bei mir. Diese Maschinenpistole, die ursprünglich von General Thompson entwickelt wurde, hat zwei Weltkriege überlebt und ist mit den neuesten Änderungen. Ich glaube, dann haben die das R vergessen. Die R-Punkte. Die neuesten Änderungen wieder gut im Rennen. Der Oldtimer wurde modifiziert und feuert jetzt, um mit anderen Standard-Infanterie-Waffen kompatibel zu sein. 5,56 mm Munition. Sein Universal-Trommelbehälter kann mit jedem Standard-Munitions- Pack geladen werden. Anmerkung: bietet einen guten Schnellfeuermodus und kontrollierte kurze Salve. Und geht schnell leer. Ja. Aber nicht so schnell wie Dings, die Minigun. Oh ja. Strategische Daten. Teotihuacan, die Stadt der Götter. Willkommen in Teotihuacan, dem größten kulturellen, religiösen und politischen Zentrum des Maya-Reichs, der schönsten und gefährlichsten Stadt, die je erbaut wurde. Teotihuacan wurde niemals eingenommen, obwohl es viele versucht haben. Das Verteidigungssystem ist nahezu perfekt. Hohe Mauern, überall Fallen, undurchdringliche Türen, Wachhäuser in fast jedem Hof. Von den gut ausgebildeten Maya-Krieger ganz zu schweigen, die bereit sind, für ihre Freiheit zu sterben. Unsere Gegner sind zum Glück keine Mayas, sondern hässliche Weltraummonster mit Mundgeruch und Gesichtern, die nur ihre Mutter gefallen können. Oh Gott, das ist ja voll gemein. So ein richtiger, dieses Gesicht kann nur eine Mutter lieben. Das. Aber dann gibt es wiederum Gesichter, die kann man nicht mal einer Mutter zumuten. Hey. Okay. Das macht es natürlich leichter. Wir sollten versuchen, die Sonnenpyramide zu erreichen. Das Portal, das wir suchen, muss dort sein. Die Koordinaten aus dem Computer und die der Sonnenpyramide im alten Teotihuacan stimmen genau überein. Wir müssen durch die ganze Stadt, um zur Pyramide zu gelangen. Und Metall wird uns mit allen Mitteln aufhalten wollen. Aber das kennen wir ja. Ja, das kennen wir ja. Das kennen wir ja. Ich möchte gerne da hochlaufen. Oder hochspringen. Viel Spaß dabei. Schon sehr versucht, aber nie hochkommen. Ja, ich will so rutschig. Verdammter Butter. 45 Grad Winkel. Ja, die Gegner haben Butter drüber geschmiert. Ist aber nicht nett. Nein! Also mit Jump Boost würde ich da hochkommen. Was ist, wenn ich. Okay, also jetzt auch nicht. Ich glaube, wir können noch die Tür. Ich glaube, wir können noch die Tür analysieren. Nicht Türen analysieren. Da ist noch ein bisschen Munition, was ich nicht aufgesächelt habe. Genau, mit der Doppelschlange drüber. Auf dem Dach. Analysieren.
Die Stadt der Götter. Geschlossene Türe. Einfacher geht's nicht. Lege zwei Masken auf den Altar in diesem Hof. Dann öffnet sich das Tor. Wir müssen dafür erstmal die Masken, holen. Ne? Masken. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Masken gemacht. Dank die zwei. Wo man zweimal ins selbe Level muss. Das war so ekelhaft. Naja. So unnötig vor allem. Masken, die Maske. Warte mal, noch nicht rein. Ich bin schon reingegangen. Ich vergaß zu sagen, hier gibt's noch drei Secrets in diesem Bereich. Hab ich vergessen Dinge. Egal, sie sind uns nicht rausgefolgt. Ich hab wieder Frame-Einbrüche. Oh nein. Da hab ich 351 FPS! Unmöglich. Direkt hinten. Rüstung. Hier vorne das Health Pack, das ist das erste Secret. Health Pack gefunden, Falle. Gut. Nein, und auf der anderen Seite gibt es Munition. Oh, Gegner. Fake-Hühnchen! Pass auf, rechts in dir. Flatsch. Oh, da kommt neuer. Wow, wow. Okay, lass mich Ruhe. Okay, Puckel. Ich glaube, es sind alle. Na doch immer. Ah nein, Ruckel. Kann man das hier nicht analysieren? Nee, kann man nicht. Okay. Oh. Muss er dort die Masken platzieren, die das Spiel uns gespoilert hat. Volle Spoiler, ey. Okay. Mhm. Muss man halt dran knuckeln. Wow, ah. Gut, waren es vier Secrets hier? Ich bin ganz schön sicher. Ja, wir fahren das nächste. Yeah! Boom, boom, ja, kann man googeln. Geh noch kein Gegner. Ich hab grad die Schlangen auf der verschlossenen Türe für so einen Gegner gehalten. Oje. Halt einen dieser großen Typen, die ihre komischen Bälle auf uns schießen. Oh ja. Bälle, ich will nicht mit euren Bällen spielen. Hallo, komische Bombe. Sirius Bombe. Oh, das Ding zerstört alles in deiner Umgebung. Mich also auch. Also alle Gegner. Sirius Bombe! Du bist so ein Schutzschild. Die Sirius Bombe, Mini-Urknall-Nuklear-Feuerwerk, sofortiger Tod, voller Glückseligkeit. Mhm. Nenn sie, wie du willst. Dieses Baby rockt deine Welt. Drück einfach ab und sieh zu, wie deine Gegner in einem blendenden Explosion aufgehen, während du dich in deinem Wegen ihrer Größe kannst du. Moment, da bin ich irgendwo in der Zeit verrutscht. Während du dich in deinem lebenserhaltenen Quantenfeld TM. Ich dachte, TM steht für Trademark. Ist auch. Achso, das Quantenfeld ist Trademark. Okay. Mhm. Das ist Copyright. Ich dachte jetzt irgendwie, weil es dahinter steht, dass das die Abkürzung für Quantenfeld ist, aber dann musste ich denken, hä, Moment, im Quantenfeld ist doch kein T und kein M. In Sicherheit wiegst. Wegen ihrer Größe kannst du nie mehr als drei dieser Bomben mit dir führen. Anmerkung, diese nette Spielzeuge sind sehr selten. Überlege es dir also gut, bevor du sie zündest. Ja, das ist aber quasi die letzte Rettung-Bombe. So, da hinten muss das Secret sein. Oh ja, pack mal Raketenwerfer aus. Hinter dir. Kommen jetzt drei von denen. Autsch. Au. Nicht auf die mit den Feinheimbrüchen gehen!
Ja, schon da ist auf höchsten Schwierigkeitsgrad im Single Player. Boah. Nein, danke. Und das letzte Secret. Noch ohne Schaden zu nehmen. Ja. Das heißt für Leute, die einfach kein Leben haben. Oder wir machen das einfach so wie damals in Titan Quest, wo du Team durchgeboxt hast. Du rennst vor, tötest alles und ich komme dann irgendwann, sobald du alles okay, ich hab's. Abgemoxt. Wann kann zerstört werden, Raketen? Hast hinterhergelaufen. Ganz rechts meine ich. Dunklere, graue. Hey, 100. Ja, gib mal Ruhe da hinten. Wir kommen ja gleich. So, jetzt die Riesen. Wo bist du eigentlich? Ich hab dich aus den Augen verloren. Ich bin hinter dir die ganze Zeit. Also. Du machst mich schon nach, ey. Nein, du hast dich einfach. Ich stand! Kannst du. Ich würde ja sagen, kannst du dann später im Video gucken, oder du guckst also keine Videos mehr von mir. So. Das war nicht der Gegner! So, über die Funktion raus. So, was. Oh. Ich überlasse den Müll. So, jetzt haben wir da unten drei Räume. Ich wollte schon also sagen, zwei unten und eins oben. Das ist nur ein Faker. Hallo. Munition. Okay. Es kam nichts Böses, ist gut. Ich habe auch irgendwie ver. Autsch, Tür. Okay, die Tür war böse. Ich hatte ja vermutet, dass die Wände des Raumes auf uns zukommen und wir dann zerquetscht werden. Nein! Oh, Jump-Man. Ja, nach dem letzten Projekt auf jeden Fall, vermutlich. Fass. Also springe ich nicht weit genug. Beziehungsweise ich bin zu weit gesprungen. Wie Tomb Raider. Und dann noch mit Rucklern. Oh je. Was haben wir hier? Eine der Masken. Lass mal den Skorpion wegklicken. Er nervt. Hm. So, der will nicht vorrennen. Hallo! Meine, wo der Mozelle an der Mauer aufgemalt. Mein Zuhause? Chicken kommt um die Ecke. Und jetzt ist zu Hause. Puh. Wo kommt der Fetto jetzt her? Bitte, pass auf, schon ein. Oh Mann. Das war nicht nett. Der Mozeller hat die Mauer gemalt. Ist das Hühnchen? Hör ich da ein Hühnchen? Ja. Was ein rotes oder? Ja, ein großes. Am besten Granaten um die Ecken. Oder die oben drüber. 5. Ach da. Nee, ich musste erstmal gucken, wo der Gegner ist. Achso. Surprise Band 6! Okay. Yay! Surprise, Granat 6. Nein, no! Oh, und Granat dann explodiert das! Wenn das gerade eingefügt wurde. Wo bist du?
Ach, da. Du nimmst die verheißvolle, fröhliche Maske. Hexe! Aber schöner Raum. So. Wie wurde ich nicht getroffen von irgendwas? Wie gesagt, diese Dartpfeile. Hauptsache, ich renne immer in die Tür rein, wenn sie sich schließt. So, ich glaube, kommen hier noch Schützen auf den Dächern. Ja, Skorpions. Ach. Aber die sind nicht auf den Dächern. Ja, ich hatte welche in Erinnerung. Vielleicht später. So, ist die Maske. Ja, fehlt da noch eine. Ja, wo wollt ihr es? Okay, schon die erste ein. Genau gegenüber. Ha. Noch eins übrig. Flatsch. Du schaust. Sie leuchtet mich an mit ihren Taschenlampenaugen. Das ist LED-Maske. Die haben schon die LED vor unserer Zeit entwickelt. Ah, jetzt muss ich wieder an Frankies LED-Nippel denken. Ach Gott. Schöne Pflanzen da oben rumhängen. Vorsicht. Oh nein. voll verkackt. Die Steine hier vorne kann man zerstören. Mit Raketen natürlich. Steine. Hier vorne den Weg blockieren. Flatsch. Dich auch. Ich hab gesagt, dich auch, aber er will nicht. Ist die Mondgegenstation, oh nein.